Ey Leute, ich bin ZF und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das Pringles Logo. Ihr habt es vielleicht schon im Supermarkt gesehen, denn das neue Pringles Logo ist nämlich da. Das neue Design, das neue krasse. Und zwar hier mal ein kleiner Vergleich. Das ist das alte Design. Ja, so sieht das aus. Und zack, das ist das neue. Also ihr seht schon, auf jeden Fall fetter Unterschied, vor allem hier zwischen den, zwischen dem Pringles Maskottchen Mr. P und sonst so natürlich hier die Schriftarten und auch hier dieses Bild, also Spice Classic Paprika, aber hier auf jeden Fall, ihr seht schon, die Bilder alleine sind auch schon anders und sonst so, ja, hier auf der Rückseite hat man nicht großartig was geändert, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu erkennen, ja, es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu erkennen und das ist das neue Logo und ganz ehrlich, ich finde es nicht gut und ich bin nicht der Einzige, der es nicht gut findet. Hier Yahoo hat auch geschrieben, dass es wenig Begeisterung unter den Fans gibt. Zur Design-Neuauflage wird auch die UK-Pringles-Sprecherin Florence Kale zitiert. Sie sagt nämlich, nachdem Mr. P für so viele Jahre unser treues Maskottchen war, hat er sich seinen neuen Look redlich verdient. Zwar hat er jetzt keine Haare mehr, trotzdem sieht er mit seinem auffälligen Augenbrauen und seinem charakteristischen Schnurrbart jugendlicher aus als zuvor. Jugendlicher, okay, verstehe ich, aber es ist halt einfach nur fucking minimalistisch. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber genau das sehen wir halt auch bei anderen Logos, ja. Zum Beispiel beim Logo von Browser, den ihr vielleicht von eurem Computer kennt, Mozilla Firefox, ja, den hat man... Der war am Anfang quasi noch, ziemlich detailreich. Und jetzt, die neue Version ist halt einfach nur noch, super minimalistisch halt. Ne? Und genau das sehen wir halt auch bei vielen anderen Logos auch. Ja? Wie zum Beispiel hier bei Kia. Ja? Bin ich auch natürlich... sieht das vielleicht ein bisschen stylischer aus, aber es ist halt wie gesagt einfach sehr, sehr minimalistisch. Und ihr seht hier auch, es gibt auch noch viele andere Beispiele, ja, wo das halt einfach so ist. Ja, ist es gut oder nicht? Ist es nur ein Trend oder nicht? Wahrscheinlich mehr als ein Trend. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wird das jede Firma so machen. Das sieht halt auch einfach so aus, als wenn man das jetzt einfach... 1:1 kopieren könnte. Ja, ja, was auch ein bisschen lustig quasi ist. Das Ganze ist halt schon ein bisschen älter, als man das Logo geändert hat. Es hat bloß ein bisschen gedauert, bis es halt auch hier in Deutschland soweit war. Die erste Dose mit dem neuen Logo habe ich tatsächlich vor so anderthalb Monaten ungefähr gesehen. Also jetzt die ganz neueste Nachricht ist es jetzt nicht. Die britische Tageszeitung The Mirror oder Daily Mirror hat dazu auch was bereits Ende September 2021 geschrieben. Und da hat auch jemand, also bei Twitter, und da hat auch jemand dazu geschrieben, dass das Ganze davor halt viel besser aussah als die jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vom sogenannten Movember gehört habt. Mo ist halt so die Kurzform vom Wort Schnurrbart, also halt auf Englisch. November also ist halt von November, also so sogenanntes Kofferwort, also ist halt einfach so zusammengepackt. Das ist halt nämlich so eine Aktion, die stammt eigentlich aus Australien. So ein sogenanntes Fundraising, wo man halt so ein bisschen Geld sammelt. Und zwar ist es bei der Aktion so, also halt Männer sich ein Schnurrbart wachsen lassen. Diese Spenden werden dann zur Vorbeugung gegen Prostatakrebs und andere Gesundheitsprobleme von Männern halt eingesammelt. Da gibt es halt mehrere
Organisationen, die sich darum kümmern und die halt dann das Geld sammeln und das halt dann ordnungsgemäß dann ausgeben. Ja, letztes Jahr beteiligte sich Pringles auch an dieser Veranstaltung. Auch der Schnurrbart hier von dem Maskottchen selbst ist abgeschnitten worden und die setzen damit halt auch ein Zeichen. Der Senior Director of Marketing bei Pringles, Gareth Maguire, sagte, die letzten 18 Monate waren wirklich hart für die Menschen, ihre Familien und Freunde. Wir alle haben es gesehen und gespürt. Im Kern geht es bei Pringles darum, Kontakte zu knüpfen, eine Dose zu teilen und zusammenzukommen, virtuell oder physisch. Und wir möchten mehr Männer dazu motivieren, in Verbindung zu bleiben und echte Gespräche darüber zu führen, wie sie sich fühlen. Damit wollte ich euch nur sagen, dass Pringles sich halt auch für solche Sachen auch weiterhin engagiert. Der Neufassung quasi von dem Logo, man an dieser Aktion auch teilnimmt. So Leute, jetzt werden wir noch auf ein kleines Video bzw. auf einen kleinen Ausschnitt von dem britischen Comedian und Late-Night-Host John Oliver reagieren. Und zwar hat er auch ein Video über Pringles gemacht, auch ein bisschen älter. Aber ich finde das ganz lustig und deswegen schauen wir mal rein. There is a lot that we don't know about the Pringles guy. In fact, the only thing we do know is that his head looks like a hard-boiled egg disguised as Tom Selleck. And I honestly didn't really think much about that joke again. But it seems that a lot of you did. Because after our show aired, people went out of their way to either draw or find drawings of what people feel the Pringles guy does look like from the neck down. And at the end of such a depressing, isolating year, it was genuinely uplifting to see. Because you tweeted a variety of illuminating drawings, like this one, captioned Mr. Pringles nipple reveal, which seems to have combined the head of Mr. Pringles with the body of Baymax from Big Hero 6 with nipples and the belly button drawn on. Also, the shorts of a sexual predator. Then there was this depiction of a portly Mr. Pringles sporting a bow tie and some thriving armpit hair, a look that just screams unemployed Chippendale. And there was an artist who sent us not one, not two, but three excellent renderings of a body positive Mr. Pringle, none of which were produced for us, by the way. As his caption notes, I've dedicated the last several years to studying his anatomy. And that is time well spent. And I will say this, he single, he Pringle, he ready to mingle. If that is not Pringles' new slogan, they're exactly as bad a company as I imagine they are. Now, a few of you knew exactly how good the drawings that you'd found were, like this one captured, this picture of the Pringles man is canon, which is simply excellent. Others went in a different direction, like this slender man, Mr. Pringles, or this one envisioning him as a hermit crab, or this spectacular piece portraying him as an octopus. Honestly, the whole response has been absolutely fantastic, that they respond to people online, because I've seen it. Once someone tweeted at them, your sour cream and onion chips taste a bit like throw up, but still they are my favorite. Is this a problem? To which Pringles responded immediately with, please send us a DM with your contact information so we can get this handled. But the thing is, that person wasn't even complaining. They weren't looking for a refund or free chips. They wanted an answer. And the reason I know that is because they shot back, I was just wondering if that is a problem. Wartet mal. Wenn wir jetzt mal über Sorten sprechen, ja. So Leute, ich habe jetzt mal hier eine kleine Liste rausgesucht von den Pringles-Sorten, die es halt so gibt. Und ich werde jetzt euch mal einfach meine Lieblingssorten nennen und wir werden mal gucken, ob das jetzt kontrovers ist, was ich hier sage oder nicht. Wir gehen mal nur auf die regulären Sachen ein, nicht auf die Tortilla oder diese extra Sachen da. Und was nicht in der Liste gelistet ist, ist Salt and Pepper, müsste das heißen. Pizza, stimmt, Pizza ist auch gar nicht gelistet, okay. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Salt and Pepper ist das absolut Schlimmste von allem. Also ganz ehrlich, das ist, es ist halt wirklich wie als wenn ihr wie als wenn ihr einfach auf eure Chips viel zu viel Pfeffer
und noch ein bisschen Salz drauf machen würdet. Ja, also so gesalzene Chips ist ja normal so, aber das ist halt einfach so viel zu viel schwarzer Pfeffer. Das ist so, es ist einfach zu viel. Und ist genauso wie wenn ich mir auf ein Ei oder so Salz drauf mache, wenn ich mir viel zu viel Salz drauf mache, dann schmeckt es halt einfach komplett kacke. Und deshalb, ja, ist auf jeden Fall Salt and Pepper oder Pepper and Salt, whatever, ist das Schlechteste, ist die schlechteste Pringles-Sorte ever. Ich muss euch sagen, Classic Paprika ist nicht meine Lieblingssorte. Ich würde mit Smoky Bacon gehen. Nee, es passt nicht. Es passt einfach nicht. Texas Barbecue einmal gegessen, war eigentlich ganz okay. Würde ich jetzt nicht nochmal essen. Also würde ich das dann darüber dann ranken. Dann kommt Ketchup. Viele feiern Ketchup hart. Pringles Ketchup kann man essen. Dann kommt Pizza. Pizza finde ich gar nicht so übel. Ich würde sogar Hot and Spicy würde ich unter Ketchup machen, weil ich einfach nicht so der Fan von scharfem Zeug bin. Ja, ist halt ein bisschen scharf. Ne? Andere würden sagen, ist überhaupt nicht scharf oder so, aber ja, so ein paar Chips, die so scharf sind, okay, aber keine ganze Dose. Okay, ich werde wahrscheinlich manche Sorten einfach vergessen haben, aber ich mach's kurz. Sour Cream and Onion auf 3. Nee, Quatsch, auf 4. Auf 4, genau, auf 4. Auf 3, hier, Classic Paprika. Auf 2, die Originals. Und dann auf der 1, Sweet Paprika. Das ist einfach der Shit, Leute. Es ist einfach gut genug gewürzt. Ja? Ich finde, Originals kann man immer essen. Ich bin so jemand, der isst dann entweder die halbe oder die ganze Dose, so 3 Chips oder so und das war's. Mache ich meistens nicht so, aber auf jeden Fall. Ich finde, bei Classic Paprika muss man so 3, 4 so auf einmal nehmen. Na okay, mindestens auf jeden Fall 2, damit man halt den würzigen Geschmack halt hat. Und von der Paprika-Würze da. Das Original-Ding ist halt einfach nur gesalzen. Na genau, aber jedenfalls haben die so einen einzigartigen Geschmack, den ich auf jeden Fall richtig feiere. Aber wie gesagt, auf Dauer ist es halt einfach zu langweilig, sage ich mal. Deswegen Sweet Paprika auf Platz 1. Ja, das war's auf jeden Fall jetzt hier mit dem heutigen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gibt natürlich einen nach oben. ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was eure Lieblings-Pringles-Sorte hier ist und was ihr auf jeden Fall vom Design hält. Ja, ich persönlich finde Pringles auf jeden Fall sind gute Chips und ja, damit bis zum nächsten Mal und ciao. Übrigens, jetzt kommt noch ein kleiner Bonus und zwar hat Pringles mal tolle Lautsprecher in die Dosen reingemacht. Und hier ist mal ein kleines Video, was ich mal bei Instagram mal online gestellt habe in meiner Story. Und das werdet ihr jetzt sehen. Da könnt ihr nämlich hören, wie gut dieser Lautsprecher ist, den ich leider mal irgendwann weggeschmissen habe. Alter, dieser Lautsprecher hier von Pringles, der ist so schlecht. Hier mal eine kleine Beatprobe.